Ich habe aber nicht gedacht, dass die so viel mehr Munition mit dabei haben. Was soll das denn werden? Warum ist der vor der KI jetzt nicht geflohen? Hat der irgendwie eine Spezialfähigkeit zu sagen, feindliche Armee kann sich nicht zurückziehen? Es geht auch nicht vor oder zurück, ne? Es macht mich wahnsinnig. Dient der Integrität. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. Diese Einheit wird verfügbar, wenn ihr euch zum Kaiser erklärt. Ach so, haha. Verstehe, deshalb hat er die Einheiten und die sind nicht ohne, ey. Gebt euch immer Richtung Himmel. Pflegt Geduld. Ihr seid willkommen. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Wie kann ich dienen? China ist das Volk, nicht seine tyrannischen Kriegsherren. Ich rede mit meinen Beratern. Ja. Okay, der ist ziemlich angeschlagen. Wenn der natürlich jetzt ein Ackerland-Garnison oder sonst irgendwas angreifen will, da wird er nicht durchkommen. Bleibt aufrichtig. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Kostet 19 Gehalt. Warum soll ich den entlassen? Hier, er kostet 1183 Gehalt. Ohne dass er irgendwas tut. Der war mal General bei uns. Da habe ich nämlich gerade so ein bisschen dran gedacht, ey. Man müsste mal hier aufräumen. Ach Moment, der ist ja... Ist der noch General bei Dan? Ich folge eurem Ruf. Da ist Leo. Ach, der ist ja sogar noch General. Warum steht das nicht dabei? Ich habe nur gelesen, dass er Fälscher ist. Macht gerade einen Auftrag. Deshalb kostet er auch irgendwas mit 1000, weil er halt General ist. Das ist nicht nur sein Gehalt, oder?
es lohnt sich gar nicht, Leute hier abziehen zu lassen und zu sagen, verzieht euch aus meinem Reich. Lasst euch beugen, nicht brechen. Es scheint ein Total War Game zu sein mit anspruchsvollen Endgame. Das stimmt schon. Trotzdem darf ich angepisst sein. Handelseinfluss. Ich glaube, hier sind die Onyx-Drachen. Die machen 48 Schaden gegen normale Einheiten. Mittlere Hellbarden-Infanterie. Baukosten Landwirtschaft reduzieren. Da ist 6% Korruption reduzieren. Das war irgendwo nochmal, wo ich die Gehälter für meine Leute reduzieren kann. Das suche ich gerade. Wäre Armbrustinfanterie. Plus 12 Zufriedenheit für alle Helden. Ich lasse das mal Wu machen. Ich hoffe, dass Wu ihn jetzt angreift. Oder Song ihn angreift da. Aber anscheinend ziehen sie sich lieber zurück. Die ganzen Streitkräfte von Wu machen ihn schön alle. Für Königreich Song, neues Blut wird andere Fraktionen anführen und in ihre Hoffnung, Träume und Ideen verfolgen. Lü Bu? Lü Bu muss doch schon lange tot sein. Warum wird der denn Nachfolger von Königreich Song? Okay, das ist auch schon 67. Was ist euer Wunsch? Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Nur kaputte hier.
ist überall sein hässliches Gesicht drauf. Lasst eure Frustration aus. Wo mein hässliches Gesicht drauf sein musste. Es ist eine Freude, das Land voller Leben zu sehen. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Los jetzt! Zerstört Korruption! Marschieren! Ehrt eure Ideale! Vermeimt sie! Vorwärts. Weise! In den Krieg! An die Waffen! Für China! Ich hasse es! Schafft doch einfach in Reichweite zu sein. Wer vorsichtig ist. Ping Pong. Plack Plack Pong. Vermeidet Umwege. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Fördert Leidenschaft. Harter Tobak, ey. Also vom Preis her. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Obwohl, die Bogenschützen kosten so wenig, da können die auch noch stehen bleiben. Bevor wir die anderen reinmachen. Vor allem sein Königreich einfach Lubu jetzt heißt. Und wo ist jetzt Wang, der olle Stecher? Bisschen mal Wu. Mit Bu hatten sie auch schon bei Dragon Ball so viel Probleme. Verstärkung kommt! Nehmt eure Positionen ein! Frühling! Im Einmarsch! Bogenschützen, haltet euch bereit! Marschiert schnell!
Beeilt euch! Beeilt euch! Speerkämpfer! Bereit machen! Beeilung! Wappnet euch! Fast richtig. Speerträger, antreten! Schnell ausrücken! Lauf! Im Laufschritt! Bereit machen! Bogen bereit machen! Schneller! Marschiert schnell! Bogenschützen! Beeilung! Nehmt eure Positionen ein! Schnell ausrücken! Speerträger! Bereit machen! Formiert euch, Krieger! Bereit zum Aufbruch! Bereit euch! Es ist soweit! Schnell ausrücken! Im Einmarsch! Bereit machen! Bogenschützen, antreten! Dann lasse mal kommen. Jetzt noch nicht. Antreten! Im Eiltempo! Unsere Männer fliehen! Los, los, los! Beeilt euch, Bewegung! Schwere zur Hand! Oh toll, die Schwerter haben sich keinmal bewegt. Schwach wie eure Worte. Vernichtet sie! Los, los, los! Jian-Schwerter! Haltet euch bereit! Tötet sie! Lauf! Bogen bereit machen! Drachen des Die Offen. Männer brauchen Munition! In den Kampf! Angreifer! Vernichtet sie! Nicht nachlassen! Schärft! Schneller!
uns nicht gewachsen. Das bedeutet... Ich glaube, alles ist tot. Wie viele habt ihr getötet? Ups, da sind noch welche von diesen Ölviechern. Unfassbar! Ihr könnt reden und kämpfen! Bogenschützen! Antreten! Lauf! 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 Sind unsere Schwerttruppen inzwischen mal da? Bogenschützen der Erde. Bogen! Bereit machen! Lauf! Lauf! Bewegung! Seht, wie sie rennen! Feige! So, sind aber jetzt alle Truppen, die der noch hat. Im Eiltempo! Schwerter gezückt! Beeilt euch! Bewegung! Lang. Lauf, lauf! Feuer frei! Antritt! Schwerter gezückt! Die Stangenwaffen bereit machen! Qian-Schwerter! Bewegung! Ihr sollt fallen! Scheiße. Seht, wie sie rennt! Feige! Kämpft! Angreifen!
Also einfach hoffen, dass der es alleine schafft. Feinde. Und wir kriegen ja doch noch ein bisschen Unterstützung. Ah, die fliehen. Seht, wie sie rennen! Feige! Schwerter gezückt! Lasst euren Zorn aus! Tötet sie! Dass er nochmal Schwein gehabt, wa? Sperre! Nicht nachlassen! Bereit! Lasst euren Zorn aus! In den Kampf! Bewegung! Bolzen! Vernichtet sie! Lasst euren Zorn aus! Aufpassen! Kämpft! Achtung, Bogenschützen! Ja, tut mir leid, dass wir das Duell nicht beobachten konnten, aber ich hatte auch noch andere Sachen zu tun. Antreten! Kämpf! So, ein paar kleine Sachen. Ach, lass gut sein. Wie das richtig, sie haben 403 überlebt. Boah, knapp 500 bei dem. Scharfsinn entgeht dem härtesten Schlag. 461. Dienste des Reiches. Jede Tat kommt dem Pflanzen. So, übernehmen wir seine Generäle, die wir gefangen genommen haben. Ach, jetzt kommt der von Osten. Ich schaff's bestimmt heute noch bis zum König.
möglich. Ein Missverständnis. Ich kann nicht. Lehnt Korruption ab und überredet das Elend. Weise. Jeder Schritt. Tut mir leid, wir müssen uns wieder auffüllen. Ich kann da nicht vorne rumstehen. Bleibt aufrichtig. Rücken vor. Wie kann ich dienen? Das kriegen wir bestimmt. Also, ausrufen, dass ich Kaiser werden will, das geht bestimmt, aber alles andere, naja, muss man mal gucken. Geschehnisse nachzudenken. Ich rede mit meinen Beratern. Ihr findet euch alle kacke. Ist das nicht toll? Wenn wir wie in der großen Familie sind. Ihr habt gerufen? Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Dieses Land ist mit dem Leben und seinen Problemen beschäftigt. Ja, unter anderem. Achso, die mittlere Bogenkavallerie sind dafür aber nur 30 Leute, anstatt 120. Nicht möglich. Alles nicht möglich. Wie kann der eigentlich mit so wenig Kram globaler Rang 4 sein? Wir fühlen uns geehrt.
nur Bekloppte hier. Willkommen. Euer Angebot ist angemessen. Ach scheiße, ich glaube, die gehören eigentlich zu meiner Mission, da ich die umbringen soll. Egal. Ich war jetzt gierig aufs Geld. Weißt du, warum meine Städte scheiße sind? Weil zum Beispiel Lubu hat Städte hier Stufe 10. Ich habe gerade mal Stadt Stufe 6, 7 bei mir bis jetzt ausbauen können. Weil ich immer Armeen finanzieren musste. Ihr braucht uns nicht zu fürchten. Das Treffen hat sich gelohnt. Hauptsache, es vasalisieren sich alle gegenseitig. Okay, es ist for free. Wieso nicht? Die Kampagne läuft nicht vor und nicht zurück, obwohl ich so gut wie alles schaffe bzw. besiege. Vor allem, wie soll es nachher funktionieren? Ich rufe mich zum Kaiser aus und dann machen wir ein großes, glückliches Café. Eigentlich müsste es dann den Total War geben. Wo jeder gegen jeden sich abnudelt. Oh oh. Der macht die Armee meiner Verbündeten jetzt gerade kaputt.
Lasst uns über den Handel sprechen. Boah, sorry, das kann ich dir nicht geben. Nun gut. Was soll das jetzt werden? Ich rede mit meinen Beratern. Zur Erleuchtung. Rücken vor. Erleuchtung. Dient der Integrität. Für China! Für den Pengcheng-Tempel. Er war lang genug in Feindeshand. Jetzt gehört er wieder unserem China. Begrüßt den Drang. Pengcheng und Pengung. Und Peng voll auf die Fresse. Dient dem Frieden. Ich rede mit meinen Beratern. Wir wollen Unterstützungstruppen da haben. Die Aufstellung jeder Einheit hat bestimmte Kosten. Wenn ihr diesen Betrag senken könntet, werdet ihr Armeen günstiger und effektiver einsetzen können. Verlegungskosten? Meinen die vielleicht Verpflegungskosten? Und nicht Verlegungskosten? Unsere imperiale Wahnhaftigkeit spielt ja auch auf Legendär. Ja, warum auch nicht? Andere spielen auch auf Legendär. Und dafür habe ich doch ein recht schönes Reich. Gegen 8000 Feinde. Und ich glaube, die Truppen von Wu sind alle gestorben jetzt hier oben. Niemals. Es ist Zeit, über Geschehnisse nachzudenken. Ich kann nicht. Nein. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Haltet beim Spann. Nutzt diese Gelegenheit. Ihr habt kaum eine Wahl. Geil, wie er will, dass ich Vasall werde von ihm. Unser Vertrauen ist verletzt. Das ist ein Nachtangriff.
verstehe es aber nicht, ey. Ich verstehe es nicht, warum du wirst König und kriegst einfach die Cheater-Einheiten. Mit welcher Begründung? Nur weil du ein bisschen Prestige ausgezahlt hast. Das Belagerungsgerät macht einen großen Unterschied für uns. Vorsicht. Es ist soweit. Ach, die stellen sich direkt breit auf. Katapulte anzünden. Euer Bestes reicht nicht aus. Für diese Beleidigung töte ich euch. Bereit machen, Katapulte. Jetzt. Bereit machen. Schosse abfeuern! Kommt der scheiß Ölbeschuss. Der General braucht Hilfe! Aufpassen! Haltet euch bereit! Ja, das sind normale Bogenschützen. Der Ölbeschuss war in der Mitte irgendwo da. Unsere Männer fliehen!
Tempo! Kommt! Das könnt ihr gewiss besser! Oh, wie clever! Sehr clever! Ihre Einheit fliegt! Feiglinge! Aufpassen! Kavallerie! Antreten! Antreten! Bewegung! Schneller! Lauf! 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 Schnell ausrücken! Armbrüste bereit machen! Bewegung! Achtung, Kavallerie! Fliehen! Feige Hunde! Bereitet die Katapulte vor! Schneller! Artillerie! Füllen Sie! Ach, das sieht echt scheiße aus. Schnell ausrücken! Tötet sie! Achtung! Kämpft! Setzt euch der Kampf zu! Ich hoffe, eure Klinge ist schärfer als euer Verstand! Nicht ein Duell beginnt! Unser General muss siegen! Lasst euren Zorn aus! Feuer! Achtung, Krieger! Kavallerie, aufsteigen! Speerträger, bereit machen! Reiter, wappnet euch! Los, los, los! Armbrüste antreten! Treffst euer Ziel! Feuer frei! Aufpassen! Zeigt keine Gnade! Bereit. Die Krieger fliehen! Feige Hunde! Es ist soweit! Eine steinerne Haut! Achtung! Schnell ausrücken! Bewegung! Beeilt euch! Bewegung! Achtung, Krieger! Armbrüste bereit machen! Speerkämpfer! Lauf! Lauf! Bereit! Den Männern fehlt Munition! Sie können nicht feuern! Unser General ist unterlegen! Ein Rückzug wäre weise! Achtung! Wappnet euch! Schnell ausrücken! Lauft! Lauft! Los, los, los! Beeilt euch! Bewegung! Bereit! Wappnet euch! Armbrüste! Bereit machen! Es ist soweit! Lauf! Flieht, Feigling! Meine Rache wird kommen! Vielleicht, aber nicht heute! Lauf! Unsere Lauf! Männer fliehen! Geil. Wie man gesehen hatte, das Lösen sollte eigentlich positive Effekte haben auf die Armee. Wir müssen unsere Trauer mit den Toten begraben. Aus einer Katapult hat 179 getötet. Dafür ist die halt nur ins Nichts geschossen haben. Was belagert der mich mit der Mikroarmee da? Hauptsache, ich kann mein Handelskapital nicht bekommen. Ne? Boah, was denn ein Hurensohn einfach? Steht da mit 5 Truppen vor. Ohne irgendeine Unterstützungsscheiß und so weiter. Hauptsache mein dämliche Handelskacke läuft nicht, ne?
Weißt du, wer kommt mit dem Charakter nach vorne gelaufen? Ich kann nicht. Ich rede mit meinen Beratern. Wodurch hier nichts mehr funktioniert. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Wir haben sie überlistet. Sie können nichts für China leisten. Jede Tat kommt dem Plan zu Bände. Nix Language hier. Was für ein Uhrensohn. Möge der Unmöglich. Fluch euren Geist erneuern. Ich kehre zurück. Wie ging es dem Volk? Die Heimat erfreut das Herz. Berichtet, was in meiner Abwesenheit geschehen ist. Sammelt eure Kräfte. Niemals. Ist jetzt die Reichweite auf Gewaltmarsch und auf Normal? Die Heimat erfreut das Herz. Lasst euch beugen, nicht brechen. Was denn für ein Hinterhalt?